Internationale Maritime Museum Hamburg. Das ist eine sehr, sehr alte Sammlung, die zurückgeht bis auf das Jahr 1934, als Professor Peter Tamm angefangen hat, alles zu sammeln, was irgendwie mit Schiffen zu tun hat. Und diese alte Privatsammlung wird jetzt in diesem neuen, ganz öffentlichen, wunderschönen Museum gezeigt. Jedes Museum, finde ich, sollte eine vernünftige Museumspädagogik haben, denn die Pädagogik ist eigentlich die Schnittstelle zur Ausbildung. Museumspädagogen sind dafür da, die Leute nicht nur ins Museum reinzuholen und überhaupt dafür zu sorgen, dass die Dinge, die das Museum zeigt, auch gesehen werden, sondern die Museumspädagogen vertreten auch das Haus nach außen. Insofern ist das, finde ich, eine sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe und auch dazu eine ziemlich spaßige, weil natürlich der Kontakt zu allen unterschiedlichen Leuten, zu all den verschiedenen Besuchern immer wieder neu und irgendwie aufregend ist und jede Reaktion auf die Exponate immer wieder neu ist. Und so wird man auch selbstständig überrascht durch die Reaktion der Besucher. Und das sollte sich in der Ausstellung, finde ich, auch widerspiegeln, eigentlich, diese Besucherperspektive. Das ist schön. Ich habe in Berlin Geschichte studiert, neuere und neueste Geschichte an der Humboldt-Universität. Und an der Technischen Universität habe ich neuere deutsche Philologie und vergleichende Literaturwissenschaft studiert. Und das Ganze habe ich dann mit einem Magister noch abgeschlossen, also noch so einer der letzten Studiengänge auf Magister. Habe ich noch Glück gehabt, wie ich finde. Ja, und jetzt wohne ich eben in Hamburg. Nachdem ich in Berlin fertig studiert habe, bin ich nach Hamburg gezogen und arbeite jetzt hier an meiner Doktorarbeit über ein zeitgeschichtliches Thema, was filmgeschichtliche Bezüge auch hat. Also es geht so um verschiedene filmgeschichtliche Fälle. Die Sammlung geht zurück bis auf das Jahr 1934. Damals hat Peter Tamm angefangen zu sammeln. Er war da noch ein kleiner Junge, 6 Jahre alt. Und seine Mutter hat ihm ein kleines Miniaturmodell geschenkt, einen Küstenfrachter, da hat er in Ehren gehalten. Damit ging es dann los. Also er hat alles einfach hergebracht nach Hamburg, was er finden konnte. Tatsächlich ganz breit von Anfang an sich bemüht, also alle Bereiche auch der Schifffahrt abzudecken. Ein ganz großer Herzbereich aus dieser Sammlung sind diese Knochenschiffe, bei denen wir hier gerade stehen. Ein Knochenschiff heißt Knochenschiff, weil es aus Knochen gebaut ist. Das liegt nahe. Aber das wirklich Besondere ist, dass der Grund, warum hier Knochen benutzt wurde als Material, eigentlich ziemlich trauriger ist. Die Hersteller, die solche Schiffe hier aus Knochen gebaut haben, waren nämlich keine normalen Modellbauer, sondern das waren Kriegsgefangene. Alle die originalen Knochenschiffe, die es gibt, stammen aus der Zeit zwischen 1795 und 1815. Das heißt genau aus der Zeit der Napoleonischen Kriege. Und in dieser Zeit haben die Kriegsgefangenen, die die Royal Navy gefangen hat, tatsächlich aus dem einzigen Material, was sie überhaupt hatten, Knochen, Speisereste, angefangen, diese Schiffe zu schnitzen. Wir haben hier im Internationalen Maritimen Museum Hamburg 9 Etagen, die nennen wir ganz maritim Decks. Das heißt, es gibt auf jedem Deck ein eigenes Schwerpunktthema. Natürlich haben wir auch durch das ganze Haus einen roten Faden, sodass man wirklich 3000 Jahre Schifffahrtsgeschichte begreifen kann. Aber jedes Deck hat auch ein Schwerpunktthema. Jetzt gerade hier stehen wir auf Deck 7. Das Zentrum von Deck 7 ist dieser Globus, unser schöner interaktiver Globus. Und damit zeigen wir eher naturwissenschaftliche Aspekte der Meeresforschung. Also hier geht es weniger um Schifffahrtsgeschichte, sondern wirklich um aktuelle Probleme in der Tiefseeforschung, in der Klimaforschung, dann auch in der Polarforschung zum Beispiel. Das Ganze ist in Zusammenarbeit mit 7 verschiedenen Universitäten erstellt. Und das wäre eben so ein Schwerpunktthema von Deck 7. Ja? Jedes andere Deck hat dann ein anderes Thema. Da kann man sich also, wenn man möchte, quasi wie eine kleine Ausstellung in der großen, was gesondert rausnehmen und einfach mal eine Etage richtig ausführlich anschauen. Oder man geht durch das ganze Haus und greift sich hier und da Aspekte raus. Das hier ist unser interaktiver Globus, der also, wie der Name sagt, interaktiv funktioniert. Man kann also verschiedene Dinge richtig anwenden an diesem Globus. Beispielsweise kann man die Tektonik und die Beschaffenheit des Meeresbodenreliefs hier sehr schön bildlich nachvollziehen. Wenn man beispielsweise auf diesen Knopf hier drückt, sieht man, wie das Wasser verschwindet. Alles das, was schwarz ist, ist Landmasse. Und dort, wo sich die Farbe verändert, verschwindet sozusagen das Wasser aus dem Ozean. Und man sieht, wie richtig unter Wasser sich Gebirge auftun. Ja, was also da eigentlich für Welten unter Wasser herrschen, von denen man so nichts ahnt. Und vor allen Dingen sieht man auch die Gefälle. Ja, also welche Kluften oft herrschen. Und das hat natürlich unglaublich viel zu tun mit auch Brennpunkten an den verschiedenen Platten, die man hier auch sehr schön abrufen kann.
Da sieht man also, wie die einzelnen Erdplatten aufeinander stoßen, wo sie aneinander reiben, wo Brennpunkte liegen. Und das wiederum hat, wir wissen, so viele Auswirkungen auf unsere ökologischen Umgebungen. Das heißt, die Naturkatastrophen, aktuelle Geschehnisse wie die Tsunamis, gerade jetzt, was in Japan passiert ist, ist ja wieder ein trauriges Beispiel dafür. Das kann man hier auch wirklich nachvollziehen. Wir haben den Tsunami von 2004 im Globus nachvollzogen. Man sieht das Epizentrum des Bebens hier vor Indonesien und dann aber, wie sich die Welle wirklich global ausdehnt. Das ist auch das, was der Globus insgesamt zeigen soll. Es geht darum, zu begreifen, dass über die Weltmeere wir alle zusammenhängen, dass also auch die Länder alle zusammenhängen und dass Tsunamis wie dieser hier kein, in diesem Fall, indonesisches Problem sind, sondern dass es ein globales Problem ist, wenn sowas passiert. Und das wollen wir hier zeigen. Das ist also die Queen Mary 2. Aus 780.000 Legosteinen gebaut, extra zur Eröffnung des Museums entstanden. Eine Projektarbeit von zwei Berliner Künstlern. Dafür ging schon 3 Monate dann ins Land, nur für diese Baupläne-Erstellung. Und dann noch 3 weitere Monate, um wirklich Stein für Stein aufeinander zu setzen. Insgesamt also ein halbes Jahr Arbeit, was hier drin steckt, zu zweit. Und doch so ein riesiges Werk dann dabei entstand, die Lego Queen Mary 2. Im Trockendock bei Wilhelm Voss, hier bei uns jetzt ausgestellt. Das ist natürlich auch kein Zufall. Wir haben uns absichtlich für diesen Schauplatz entschieden, weil das ja der Ort ist, an dem die Queen Mary 2 hier dann auch zu sehen ist. Sie kommt immer nach Hamburg, wenn sie in die Werft geht zur Reparatur, zur Wartung. Dann liegt sie hier im Trockendock, Dock Elbe 17. Und genau das ist auch die Umgebung, die wir für das Lego-Modell geschaffen haben.